Willkommen zurück zu unserer Newsfolge am Samstag, dem 26. Juni. Und das sind die News der letzten Tage. Der Kampf von EA und Konami um exklusive Lizenzrechte geht weiter. Mit den Rechten an Juventus Turin schaffte es Konami ja bereits, ein Dorn ins FIFA-Fleisch zu drücken. Und jetzt folgen sogar noch weitere Vereine. Konami hat nun mit 5 der wichtigsten Vereine in Italien Lizenzdeals abgeschlossen. Juventus Turin, Lazio Rom, AS Rom und jetzt auch für Atalanta Bergamo und ab PES 2023 zudem der SSC Neapel. Und laut PES Lizenzmanager David Monk werden noch weitere folgen, vor allem über Italiens Landesgrenzen hinaus. Auch gibt es Neues zum kommenden Ableger. Und zwar überraschend eine Demo, die am 24. Juni veröffentlicht wurde. Die spielbare Demo soll vor allem zum Testen der Online-Performance dienen. Dies betonte Konami ausdrücklich. Die Grafik wie auch das Gameplay soll noch massiv überarbeitet werden, vor allem da sich Konami von der Fox Engine verabschiedet hat und man jetzt mit der Unreal Engine arbeitet. Bis zum 9. Juli könnt ihr die Demo auf PS4, PS5, Xbox One und Series zocken. Und wer an der Demo teilnimmt und zusätzlich eine Umfrage dazu ausfüllt, bekommt sogar noch 25.000 GP Ingame-Währung für den PES My Club Modus in PES 2021. Weltweit verwenden über 1 Milliarde Menschen Windows und verbinden sich mit anderen Menschen, lernen, arbeiten, spielen und sind kreativ. Mit Windows 11 möchte Microsoft in Zukunft dies sogar noch stärker unterstützen. Die Lösung dafür soll ein intuitives Design und nutzerfreundliche Features sein, die Windows 11 mit sich bringt. Windows 11 wird ab Ende des Jahres auf 9 PCs und als kostenloses Upgrade für berechtigte Windows 10 PCs verfügbar sein. Eine frühe Build-Version wird bereits ab nächster Woche über das Windows Insider-Programm bereitgestellt. Vom 29. Juni bis zum 7. Juli wird ein besonderes digitales Musikevent stattfinden, nämlich unter dem Namen Sims Sessions, das es natürlich ausschließlich im Spiel Die Sims 4 geben wird. Während der Sims Sessions haben wir die Möglichkeit, ein Festivalgelände zu besuchen und das Musikfestival wie in echt in Die Sims 4 mitzuerleben. Unsere Sims können sich also in ihre beste Festivalkleidung werfen, campen und exklusive digitale Merchandise-Artikel der Künstler kaufen. Darunter die zweifach für den Grammy nominierte Popsängerin Bebe Rexha, die am Klavier auf Simlish ihre Hits performen wird. Ebenfalls werden auch der Leadsänger der Glass Animals Dave Bailey und die Sängerin, Songwriterin und Produzentin Joy Oladokun im Spiel auf der Bühne stehen und die virtuelle Show eröffnen. Netflix plant anscheinend eine Serienumsetzung der Mass Effect Serie. Schon vor einigen Wochen leakte der Schauspieler Henry Cavill anhand eines Bildes, das einen verschwommenen Text aus dem Drehbuch zeigte, dieses geheime Projekt. Und wie nun das Portal That#Show angibt, soll Netflix laut eigenen exklusiven Informationen wirklich nach den Erfolgen von The Witcher und Castlevania weitere Umsetzungen von Videospielen für ihre Plattform in Auftrag geben. Von Resident Evil wissen wir ja bereits und nun soll auch Mass Effect folgen. Allerdings wird es in der Mass Effect Serie wohl keine echten Schauspieler geben, sondern die Serie soll animiert sein. Heißt somit auch, dass wir Henry Cavill nicht zu Gesicht bekommen, er soll lediglich einer Figur seine Stimme verleihen. Noch immer hat Halo Infinite keinen konkreten Release-Termin und es heißt weiterhin, dass der Shooter im Weihnachtsgeschäft erscheinen soll. Xbox-Boss Phil Spencer offenbarte jetzt in der Dropped Frames Show, dass man noch abwarten will. Microsoft möchte erstmal erfahren, wann die anderen Publisher ihre großen AAA-Titel im Weihnachtsgeschäft veröffentlichen und auf Basis dieser Infos will man dann den Release-Termin für Halo Infinite festlegen. Mit diesem Vorgehen möchte man vor allem eine Release-Situation vermeiden, die ja damals bei Cyberpunk 2077 entstand, wo der endgültige Release-Termin nämlich zu weiteren Verschiebungen anderer Spiele führte. Ja, das waren sie, die News der vergangenen Tage und an dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen, wie auch über eure Kommentare. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren. Die nächste Newsfolge, die gibt es dann am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.